Virgin Mary had a baby boy. Virgin Mary had a baby boy. Virgin Mary had a baby boy, and they say that his name was Jesus. The Virgin Mary had a baby boy. Virgin Mary had a baby boy. Virgin Mary had a baby boy, and they say that his name was Jesus. He came down. He came from the glory. So spät ist sie noch nie nach Hause gekommen, noch nie. Sie ist 16. Da muss nicht gleich was passiert sein, Frau Wechsel. Wenn sie schon 16 ist. Ich meine, ein Kind ist sie damit auch nicht mehr. Aber sie hätte angerufen, irgendetwas hätte sie getan. Ich hätte eine Nachricht. Nein, nein, da muss etwas passiert sein. Ich weiß es genau. Aber Frau Wechsler... Wenn Sie suchen, ich habe ein Foto mitgebracht. Sie haben gleich ein Foto mitgebracht? Morgen, Rehmann. Guten Morgen, Chef. Aha. Deine freundliche Begrüßung zeigt mir, dass ich den Mantel gleich anlassen darf. Leimer Straße. Nummer? Neubau. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich arbeitslos. Morgen, Erwin. Morgen, Chef. Was ist passiert? Ein Mädchen, sie ist erdrosselt worden. Bauarbeiter haben sie heute hier gefunden. Morgen, Chef. Morgen, Chef. Das ist wieder mal einer der Fälle, wo einen der Beruf ankotzt. So eine Schweinerei. Wenn wir den Kerl erwischen, dem brechen wir alle Knochen. Da drüben sind die Eltern. Ja, wir machen weiter. Das ist Kommissar Keller. Wer könnte so etwas tun, Herr Kommissar? Wer konnte so unmenschlich sein? Wir werden alles versuchen, den Täter zu finden. Das macht sie nicht lebendig. Das macht die Tat nicht ungeschehen. Es handelt sich um etwas, was nicht korrigiert werden kann. In ewigen Zeiten nicht. Ihre Kinder? Ja, es sind unsere Kinder. Wollen Sie sie nicht von hier wegbringen? Wenn das die Wahrheit ist, die Wahrheit über diese Welt, dann sollen Sie sie wissen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich fürchte, dass ich alles falsch gemacht habe. Auf. Dass ich meine Tochter falsch erzogen habe. Dass sie die Gefahr gar nicht erkennen konnte. Mir muss ich das anrechnen. Mir. Es ist ein Fehler, so zu denken. Das Schlimmste, was Kindern widerfahren kann. Die Naivität ihrer Eltern. Wenn sie da liegt wie eine weggeworfene Sache. Mein Fehler. Meine Schuld. Ich habe ihr ein falsches Bild gegeben von dieser Welt. Und sie hat mir geglaubt. Es ist nicht richtig, so zu denken. Ich werde diesen Fehler nie wieder machen. Nie wieder. Diesen nie wieder. Die Welt und das Leben für eine sehr schöne Sache zu halten. Auch mir ist etwas widerfahren, das nicht korrigiert werden kann. Wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Gestern Nachmittag gegen 5. Sie sagte, ich war rüber zu Anneliese. Sie wollten Französisch machen.
Guten Morgen. Setzen. Das sind Herren von der Kriminalpolizei. Woher haben Sie erfahren, dass Ihre Mitschülerin tot ist? Karin? Ich hole Eva morgens immer ab. Wir haben den gleichen Weg. Heute Morgen war bei den Wechslers Polizei, weil Eva war gerade gefunden worden. Wer ist Anneliese Dorfmann? Bitte. Eva war gestern Nachmittag bei Ihnen. Ja. Wann ist sie gekommen? Kurz nach fünf. Und wie lange blieb sie? Ungefähr eine Stunde. Ah, bis sechs also. Ja, bis sechs. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nach Hause wollte sie. Ja, nehmen Sie das nur an oder sagte sie das? Sie sagt es. Wie weit ist die Wohnung, Ihre Wohnung, von der Wohnung Wechslers entfernt? Zwei Autobusstationen. Und sie war auch mit dem Autobus gekommen? Ja. Um sechs, sagten Sie, ging Eva weg. Haben Sie sie begleitet bis zur Autobushaltestelle? Nein. Wie weit ist von Ihrer Wohnung die Autobushaltestelle? Ungefähr 200 Meter. Und nach sechs haben Sie also nichts mehr von Eva gehört? Nein. Hat irgendjemand von Ihnen nach 6 Uhr von Eva etwas gesehen oder gehört? Niemand? Herr Direktor, könnte ich irgendwo einen Raum haben? Ich möchte mit Anneliese Dorfmann noch einmal sprechen. Ja, gerne. Das Konferenzzimmer steht Ihnen ganz zur Verfügung. Das selbstverständlich. Anneliese. Haben Sie schon gehört? Die kleine Wechsler ist tot. Was? Die kleine Wechsler? Ja, in einem Neubau hat man sie gefunden. In einem Neubau? Es war doch Ihre Lieblingsschülerin, das stimmt doch, nicht? Ja. Da können Sie jetzt nicht rein. Die Polizei ist da. Wir mussten das Lehrerzimmer räumen. Ah, Herr Postel, kann ich Sie einladen? Morgen. Morgen. Haben Sie schon gehört, die kleine Wechsler? Wie wir jetzt das Schwimmen gegen das Herzog-Max-Gymnasium gewinnen wollen, weiß ich nicht. Na ja. Bitte, Herr Kommissar. Schön. Morgen. Morgen. Ja. Herr Voss, wollen Sie uns bitte allein lassen? Danke. Die Polizei braucht einen Raum. Ja, ich wollte nur in meinen Schrank. Das ist Herr Voss, unser Musiklehrer. War die kleine Wechsler nicht Ihre Musterschülerin? Ja, die war sehr musikalisch. Hatte auch eine sehr gute Stimme. Sie werden nur das Beste über dieses Mädchen hören. Nur das Beste, Herr Kommissar. Darf man fragen, wo man sie gefunden hat? In einem Neubau in der Leimerstraße. Also in der Leimerstraße, aber da hat sie ja gar nicht gewohnt. Ja, wissen Sie denn, wo sie wohnt? Ja, in der Bregenzer Straße. Ja, wenn Sie sagen, in der Leimerstraße, heißt das, dass man sie dort auch ermordet hat? Nein, das heißt das nicht. Ich muss jetzt in meine Klasse. Oder fällt da irgendwas aus heute? Nein, wieso? Ja, Musik, Herr Direktor, singen. Ach so, na, hätte man nicht. Ja, Sie müssen ja nicht musizieren. Ja, also. Ja, könnte ich jetzt... Den Kollegen Voss trifft das sicher besonders hart. Für die Eva hat er meine Schwäche, eine sprichwörtliche Schwäche. Ah, ja. Kann ich jetzt mit Anneliese Dorfmann allein sprechen? Ja, natürlich. Komm. Dankeschön. Ja. Anneliese, warum kam Eva gestern Nachmittag zu Ihnen? Wir hatten Französisch auf, eine Übersetzung. Die wollten wir zusammen machen. Kam sie öfter zu Ihnen? Ja. Weil Sie Freundinnen waren? Ja. Könnte man sagen, dass Eva Ihre beste Freundin war? Ja. Hat sie irgendwelche Liebesgeschichten gehabt? Nein. Ja, Eva war ein sehr hübsches Mädchen. Hat sie irgendwelche Erlebnisse oder Belästigungen, über die sie miteinander gesprochen haben? Es kam schon mal vor, in der Straßenbahn. Einmal auch in der U-Bahn.
irgendwelche Leute. Ein Betrunkener mal. Im Gedränge. Die wollen einen doch alle anfassen. Aber das ist doch nichts Besonderes. Sie hat also kein besonderes Erlebnis, das mit Angst oder mit einer gewissen Bedrohung verbunden war? Nein, sie hatte nie Angst. Angst? Nein. War sie schüchtern? Wie meinen Sie schüchtern? Naja, Männern gegenüber. Ich meine, war sie zurückhaltend oder nicht so zurückhaltend? Sie war zurückhaltend. Sie hatte also keine wirklichen Freundschaften. Aber sicher doch Schwärmereien für irgendjemanden. Schwärmereien? Ja. Für unseren Musiklehrer, Herrn Voss. Nicht in Ihrer Klasse, Herr Voss? Nein. Ich habe eine schriftliche Aufgabe gegeben. Ich fühle mich nicht in der Lage. Nimmt sie das so mit, die Sache mit der kleinen Wechsler? Ja. Ich verstehe das. Wollen Sie nach Hause gehen? Nein, ich würde gern bei den Eltern vorbeigehen. Ach so, Sie meinen, man muss sich da sehen lassen, von der Schule aus. Ja, ja, machen Sie das. Gehen Sie meinem Auftrag und übermitteln Sie das Beileid der Schule. Ja, machen Sie das, ja. Herr Direktor, wir hätten gerne Anneliese Dorfmann mitgenommen, um einen Eindruck von der Örtlichkeit zu bekommen. Der Örtlichkeit? Ja, Eva Wechsler hat die Wohnung verlassen von Anneliese Dorfmann und ist zu einer Autobushaltestelle gegangen. Und wie es da aussieht, das hätten wir uns gerne angeschaut. Ach ja, selbstverständlich. Ja, sie hat ja. Sie ist ja heute wohl ohnehin kaum in der Lage, irgendetwas aufzunehmen. Ich hole nur meine Schultasche. Ich musste sogar einen Lehrer nach Hause schicken. Einen Lehrer? Ja, den Musiklehrer. Der Mann war nicht imstande, seinen Unterricht abzuhalten. Das ist die Haltestelle. Hier kam sie mal an und von da drüben fuhr sie ab. Und wo geht man zu Ihnen? Darunter. Ja, dann gehen wir mal, ne? Da wohnen wir. Anneliese! Du bist nicht in der Schule? Was machst du hier? Was ist denn los? Eva ist tot, Mama. Was? Guten Tag, Herr Wechsler. Guten Tag, Herr Voss. Knecht, geht mal raus, bitte. Das letzte Mal sahen wir uns auf dem Schulfest. Sie sagten, lassen Sie Eva Musik studieren. Ja, ich weiß. Sie sagten, kaufen Sie ein Klavier. Ich sagte, ich kann ja kein Klavier kaufen. Ein gebrauchtes, sagten Sie. Kaufen Sie ein gebrauchtes. Ich werde mich selber umsehen, ob ich ein gebrauchtes für Sie finden kann, das nicht so teuer ist. Ja, darüber brauchen wir uns nun keine Gedanken mehr zu machen. Nein. Herr Wechsler, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wie leid mir das tut. Wie entsetzt ich bin. Ja, entsetzen, das ist das richtige Wort. Man fällt. Es ist, als ob man fällt. Und nichts hält einen auf. Ja, so fühle ich mich. Ich soll Ihnen sagen, wie sehr wir alle die Schule, die Lehrer mit Ihnen empfinden. Ich soll Ihnen das ganz offiziell sagen. Der Direktor schickt mich. Besten Dank. Wo ist Eva jetzt? Ein Mordopfer, Herr Voss. Ein Mordopfer kommt ins Gerichtsmedizinische Institut. Ja, und Ihre Sachen? Sie hatte doch etwas bei sich, Ihre Schultasche. Sie hat doch mit ihrer Freundin, mit Anneliese, hat sie doch Schulaufgaben gemacht. Ja, das hat alles die Polizei. Natürlich, ja. Hast du schon gehört, Vati? Was soll ich denn gehört haben? Warum bist du denn schon hier? Ist die Schule schon aus? Eva ist tot. Eva? Welche Eva? Eva. Eva Wechsler? Ja, sie ist ermordet worden. Ermordet? Wieso bist du denn schon zu Hause? Ich bin mit der Polizei gekommen. Was, die Polizei? Ist die hier?
Was will die Polizei denn hier? Hast du gehört, Eberhard? Ist es nicht eine entsetzliche Sache? Wie ist denn das passiert? Heute Morgen ist Eva gefunden worden. Irgendwo auf einer Baustelle. Sie ist erdrosselt worden, sagt die Polizei. Ja, was will die jetzt von uns? Sie wollen mit Anneliese sprechen. Guten Tag. Guten Tag, Dorfmann. Tag, Klein. Das sind ja entsetzliche Dinge, die ich da höre. Die Eva ermordet? Ich habe sie gestern noch gesehen. Dankeschön. Danke. Sie haben sie gesehen? Ja, wann war das denn? Wann ist sie gekommen? Um 5. Ja, gegen 5. Da ist sie bei mir unten vorbeigekommen. Ich habe ihr noch zugewinkt. Zugewinkt? Ja. Mein Mann hat die Drogerie unten gleich nebenan. Ich habe sie durchs Schaufenster gesehen und, wie gesagt, ihr zugewinkt. Was getan hat, weiß man das schon? Nein. Warum sind Sie dann hier? Bei uns? Weil Eva zuletzt hier war, Vati. Sie ist gegen 6 gegangen und von da ab hat sie niemand mehr gesehen. Niemand hat sie mehr gesehen? Nein. Sie auch nicht? Ich? Nein. Dass ich sie gesehen habe, gegen 5 gesehen, war rein zufällig. Es hat sie danach, nach 6 also, du sagtest doch 6. Ja. Danach hat sie niemand mehr gesehen? Wir haben bis jetzt keinen Zeugen. Also das verstehe ich nicht. Irgendjemand muss sie gesehen haben, das gibt es doch gar nicht. Um 6 ist es ja noch nicht dunkel. Ja, das wär's dann. Oder hast du noch eine Frage? Ja. Na gut, bitte. Fräulein Dorfmann, wenn Eva zu Ihnen kam, um mit Ihnen zusammen Schulaufgaben zu machen, blieb sie dann immer bis 6? Na, ich meine, könnte man von einer gewissen Regelmäßigkeit sprechen, dass Eva immer um 6 dieses Haus verlassen hat? Aber nein! Nein, sie blieb meistens länger. Sie ist oft zum Abendessen geblieben. Sie war ja wie ein Kind im Hause hier. Das kann man sagen. Ah ja. Dann ist also Eva gestern früher als sonst weggegangen? Ja. Und warum? Weil wir haben Französisch gemacht, eine Übersetzung. Und die war ziemlich schwierig. Wir haben aufgehört, weil es so schwierig war. Ja, haben Sie die Aufgabe da? Ja. Eine Übersetzung vom Deutschen ins Französische. Da könnte ich die mal sehen. Und damit sind Sie also nicht zurechtgekommen. Könnte es denn nicht sein, dass Eva, weil sie damit nicht zurechtgekommen ist, vielleicht noch woanders hingegangen ist, um zu fragen? Nein, das glaube ich eigentlich. Oder sich Rat zu holen? Das könnte schon sein. Was meinen Sie? Ich weiß nicht. Ja, hat Eva nicht gesagt, jetzt frage ich noch mal den oder den. Ich meine, ihr habt ja hier ganze Sätze ausgelassen. Musstet ihr das heute vorzeigen? Ja, aber sie hat nicht gesagt, dass sie noch irgendjemanden fragen will. Ich wüsste auch nicht, wen. Nein? Nein. Ja, dann hätte sie doch nicht weggehen müssen um 6. Sie sagte, sie will noch mal für sich überlegen. Zu Hause. Also. Ja, dann wollen wir nicht länger stören, ne? Ja, wenn ich noch was sagen darf. Ja, bitte. Ich glaube, Sie haben recht. Sie ist noch irgendwo gewesen. Sie muss noch irgendwo gewesen sein. Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich danke Ihnen sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hatten Sie falsch, was ich sagte? Nein, im Gegenteil. Das ist ein ganz hübsches Geschäft. Ja. Als Eva Wechsler gestern Nachmittag kam, hat der Dorfmann sie gesehen. Als sie ging, hat er sie nicht gesehen. Naja, das kann Zufall gewesen sein. Aber vielleicht ist sie auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, vielleicht ist sie gar nicht zum Bus gegangen, sondern darüber. Eben. Kann ja sein. Das ist Herr Voss, Evas Musiklehrer. Tag, Herr Guten Voss. Tag. Guten Tag. Ja, ich sehe. Ja, wir bringen Eva Sachen. Das sind Ihre Kleidungsstücke. Die Schulmappe. Wir haben eine Aufstellung gemacht von den Dingen, die sie bei sich hatte. Ist eine Quittung, soll ich was unterschreiben? Nein, nein, es geht nicht um eine Quittung, aber vielleicht fehlt etwas. Also wenn Sie sagen würden, dies oder jenes fehlt, dann würden wir einen Anhaltspunkt haben, der wichtig ist. Ich verstehe. Entschuldigen Sie, mach du das. Ich habe eine Aufstellung über den Inhalt der Schultasche. 3 Schreibhefte. Ja. 2 mit Linien, 1 mit Kästchen.
Ja, eins für Mathematik und eins für deutsche Aufsätze. Darf ich mal sehen? Bitte sehr. Ein Lehrbuch Französisch, 10. Klasse. Ja. Ein französisches Wörterbuch. Misshandlungen, die man der Natur zufügt. Was ist denn das für ein Thema? Misshandlungen, die man der Natur zufügt. Rings um sich nichts anderes als Misshandlungen. Mehr als das. Töten. Überall töten. Auf was für ein Ende geht das zu? Dann habe ich hier einen Taschenkalender. Taschenkalender, ja. Ein Zeichenblock. Ja. Darf ich den auch mal sehen? Ja, bitte. Den kenne ich ja gar nicht. Den hatte sie immer bei sich. Sie hat immer versucht, Gesichter zu erfassen. Das sind ja Sie. Ich? Ja. Sie. Ja. Sie hat alle Lehrer gezeichnet. Auch uns. Begabt. Sehr begabt. Ein Notenheft? Ja. Sie hat auch komponiert. Ja, sie war sehr musikalisch. Begabt, so begabt. Sie war. Womit hat man sie, ich meine, womit hat man ihr eigentlich den Hals zugeschnürt? Im Strick? Wir wissen es noch nicht. Ist das wichtig für Sie? Könnte ich das behalten? Nein. Sie können es mitnehmen, aber nicht behalten. Ja, ich verstehe. Nein, Sie bekommen es zurück. Also, noch ein paar kleinere Sachen. 3 Bleistifte, ja. Ein Kugelschreiber, ein Filzstift, ja. Ein Taschentuch, ja. Eine Kette und ein Ring aus Silberdraht. Mhm. Und 4 Schlüssel. Ja, bitte. Ja, das sind unsere Schlüssel. Haustürschlüssel, Wohnungstürschlüssel. Was sind das für Schlüssel? Die kenne ich nicht. Die kennen Sie nicht? Nein. Kennst du sie? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Eva hatte also fremde Schlüssel bei sich? Nein, das sind nicht unsere Schlüssel. Na, dann nehmen wir sie wieder mit. Guten Tag, Herr Wechsmann. Tag, Herr Kranz. Ach, Herr Voss, wir haben uns ja schon gesehen heute. Ja. Ich bin vorbeigekommen, um den Eltern im Namen der Schule das Beileid auszusprechen. Ja. Jetzt will ich nicht mehr stören. Sie haben sicher noch Fragen. Ich darf mich verabschieden. Sag doch wieder, das ist Französisch. Wiedersehen, Herr Voss. Auf Wiedersehen. Herr Voss, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Voss war so etwas wie der Lieblingslehrer Ihrer Tochter, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Sie hat ihn sogar gezeichnet. Hier sehen Sie. Ich wusste gar nicht, dass sie so gut zeichnen kann. Oh ja. Und das sind Evas Sachen? Ja. Und hier sind 2 Schlüssel, die das Ehepaar Wechsler nicht kennt. Frau Wechsler sagt, dass sie sie noch nie bei Eva gesehen hat. Nein, wir kennen sie nicht. Chef? Ja? Das ist ja interessant. Die französische Aufgabe ist jetzt vollständig. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ja, keine Lücken mehr, keine Sätze, die ausgelassen sind. Wir waren gerade bei Evas Freundin. Und die hat gesagt, sie haben gestern zusammen Französisch gemacht. Und dann hätten sie aufgehört, weil die Übersetzung ihnen zu schwer gewesen sei. Hm. Ja, ich habe doch das Heft von Anneliese Dorfmann gesehen mit den Lücken drin. Und das ist vollständig. Herr Wechsler, wenn Ihre Tochter mal mit dem Französischen nicht weiterkam, zu wem ist sie dann gegangen, um Rat zu holen? Zu wem sie gegangen ist? Ja, zu wem würde sie gehen? Ich weiß nicht. Weißt du? Hat sie mal einen Nachhilfeunterricht gehabt? Das brauchte sie nicht. Sie war sehr gut in der Schule. Wer spricht Französisch, Herr Wechsler? Von Ihren Bekannten oder von Evas Bekannten? Nachbarn vielleicht? Hier im Haus spricht niemand Französisch. Oder weißt du? Nein. Nein, ich habe keine Ahnung. Meine Damen, meine Herren, ich bitte um Ruhe. Die Polizei hat mich gebeten, Sie zusammenzurufen, weil es da ein Problem gibt. Eine Spur vielleicht, die in dem Mordfall an unserer Schülerin Eva Wechsler weiterführen könnte.
Es handelt sich in erster Linie um Sie, lieber Herr Kollege Heinrichs. Eva Wechsler hat sich nämlich vorgestern mit ihrer Mitschülerin Anneliese Dorfmann getroffen. Beide wollten gemeinsam die Französischaufgabe lösen, die Sie, lieber Kollege, als Hausaufgabe gegeben haben. Die Polizei glaubt nun, dass sie weiterkommen würde, wenn man feststellen könnte, wo Eva Wechsler vorgestern nach 6 Uhr abends gewesen ist. Und vor allen Dingen, wo sie ihre Französischkenntnisse hergeholt hat. Aber sie wird sich ja nicht an einen Lehrer gewandt haben. Ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass jemand aus unserer Runde von Eva Wechsler daraufhin angesprochen wurde. Verzeihen Sie, darf ich das Heft mal sehen? Verzeihen Sie, Sie sind... Dr. Kern, Deutsch und Geschichte. Ja, bitte. Danke. Das ist wirklich kein leichter Text. Für die Klasse zu schwierig. Etwas zu schwierig. Danke. Bitte. Ja, Herr Müller, es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie morgen noch einmal mit Ihren Schülerinnen sprechen würden. Du wirst dann dabei sein, Erwin, ja? Vielleicht erinnert sich doch eine Mitschülerin noch, an wen Eva Wechsler sich gewandt hat, nicht? Gut, machen wir das so. Um guten Willen fehlt's nicht, da können Sie ganz sicher sein. Ja, ich bin überzeugt davon. Ja, Herr Kommissar. Verzeihen Sie, ich möchte gern... Kann ich Ihren Kommissar sprechen? Aber es sollte niemand, verstehen Sie... wenn es unauffällig sein könnte. Na ja, selbstverständlich. Gegenüber der Schule gibt es ein kleines Café. Ihr Kommissar soll mich dort erwarten. Ja, vielleicht kommen Sie auch hin. Mit dem Französischchef von Eva Wechsler. Bitte behalten Sie doch Platz. Darf ich Ihnen das abnehmen? Ja, danke. Kann ich Ihnen auch einen Kaffee bestellen? Nein, danke. Ich möchte gerne einen Cognac. Was ich Ihnen sagen möchte, das wird vielleicht ganz, ganz harmlos sein. Eine ganz natürliche Erklärung finden. Zudem geht es gegen einen Kollegen, den ich, verstehen Sie mich richtig, für absolut integer halte. Also, um was geht es? Darf ich etwas vorausschicken? Mein Mann ist gestorben. Ich lebe allein mit meinem Sohn. Er ist sehr musikalisch und er bekommt Klavierunterricht. Unser Musiklehrer, Herr Voss, unterrichtet ihn. Ich schätze diesen Kollegen sehr. Er ist ein guter Lehrer, ein guter Pädagoge, ein Freund seiner Schüler mit großem Verständnis für sie. Das ist etwas, was ich unbedingt vorausschicken muss. Bitte, Herr Doktor. Herr Voss gibt meinem Sohn 3-mal in der Woche Unterricht bei mir zu Hause. Er war auch vorgestern Abend da. Er gab meinem Sohn eine Stunde von 7 bis 7:45. Gegen Ende der Stunde kam ich ins Zimmer. So, gut für heute haben Sie erst eine Sache sehr ordentlich gemacht. Er macht wirklich Fortschritte. Hoffentlich hören Sie das auch. Ja, es hört sich wirklich schon sehr gut an. Aber hoffentlich sagen Sie ihm nicht, dass Sie ihn für ein Wunderkind halten. Ich werde mich hüten. Ich war eins und Sie sehen, was es mir geworden ist.
Ein Musiklehrer. Sind Sie damit nicht zufrieden? Ja, das ist ja das Schlimme. Ich bin's. Ja, wir haben heute etwas früher Schluss gemacht. Haben Sie noch was vor? Nein. Keine Zeit mehr für unseren Kumpel? Aber ja, natürlich. Sie müssen wissen, dass es eine Angewohnheit geworden ist, dass wir nach jeder Stunde noch ein wenig zusammenbleiben. So lange, wie man braucht, um einen Cognac miteinander zu trinken. Ja, ich lebe ziemlich solide, ich weiß auch nicht warum. Für eigentlich ein recht langweiliges Leben, ohne jede Ausschweifung, auf die ein Mann im besten Alter doch Anspruch hätte, oder? Jeder Mann hat seine willigen Jahre. Wenn Sie Ihre noch nicht hatten, dann kommen Sie sicher noch. Ich werde mich darauf freuen. Prost. Aber jetzt muss ich gehen. Na, ich glaube, Sie haben doch noch was vor. Also bis nächsten Dienstag. Sagen Sie, Frau Doktor, Sie sprechen doch gut Französisch. Ja, ganz gut. Ja, Sie haben doch einmal ein Jahr in Paris gelebt. Ja. Da können Sie mir helfen. Was heißt, verlangen Sie die Auskunft? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, da liegt doch ein kleines sprachliches Problem, oder? Demander? Ja, jetzt kommt's. Nicht le renseignement, sondern? Au renseignement. Au renseignement, ja. Ja, ich habe es doch gewusst. Irgendwie habe ich es gewusst. Darf ich das Heft von Eva Wechsler noch mal sehen? Ja, natürlich. Ah, wo ist es denn? Ah ja, hier. Lä ist ausgebessert in O. Ja. Wo wohnt Herr Voss? Guten Tag. Guten Tag. Dürfen wir mal reinkommen, Herr Voss? Ja, bitte. Danke. Sehr. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Voss. Guten Tag. Tja, das sind die Schlüssel, die wir in der Schultasche von Eva Wechsler gefunden haben. Die sind wo? In der Schultasche von Eva Wechsler, das wissen Sie doch. Sie haben sie doch gesehen. Sie waren auch dabei, als über diese Schlüssel gesprochen wurde. Ja, was heißt das? Ich habe meinen Schlüssel verloren, das stimmt. Aber da gibt es doch eine einfache Erklärung. Ich habe ihn in der Schule verloren, im Klassenzimmer vielleicht. Und er wurde gefunden. Von Eva Wechsler. Ja, warum nicht von Eva Wechsler? Dürfen wir hineingehen? Ja, bitte. Können wir uns mal umschauen, Herr Voss? Ja, natürlich. Was ist das? Das ist ein Haussuchungsbefehl. Was heißt das? Warum? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie es waren, der Eva Wechsler ermordet hat. Was? Was? Weil ein Schlüssel passt, ein Schlüssel, den Sie in Ihrer Tasche gefunden haben? Ich denke, das reicht wohl nicht für einen so entsetzlichen Verdacht. Wie viele Räume haben Sie? Ein Schlafzimmer und eine Küche. Wo ist das Schlafzimmer? Hier. Was wollen Sie denn in meinem Schlafzimmer? Sie haben ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Wo steht es? Vor dem Haus. Fabrikat? MVW. Kennzeichen? MVA 381. Geben Sie mir den Schlüssel, bitte. Wollen Sie denn mit meinem Auto? Was interessiert Sie denn daran? Sie könnten mit diesem Wagen die Leiche nach Leim transportiert haben. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Ich fahre den Wagen gleich zur Untersuchung. Aber ich schwöre Ihnen, ich habe das Mädchen doch nicht umgebracht. Fahr los, Robert. War Eva Wechsler vorgestern bei Ihnen? Nein. Nein. Wie kommen Sie darauf? Was heißt auf Französisch, verlangen Sie die Auskunft? Wieso? Ich verstehe nicht. Wissen Sie nicht, was das heißt? Ja, ich weiß es. Ich kann Französisch. Ich meine, so gut kann ich es. Sie waren vorgestern Abend bei Frau Dr. Kern. Ja. Ich gebe Ihrem Sohn Klavierunterricht. Sie haben sich gefragt, ob Sie wissen, wie man den Satz übersetzt, verlangen Sie die Auskunft. So, habe ich das? Ja, das kann ja sein. Warum haben Sie sich ausgerechnet diesen Satz von Frau Dr. Kern übersetzen lassen? Weil ich habe im Lehrerzimmer, da lagen die Unterlagen des Kollegen Heinrichs, der den französischen Unterricht gibt. Da habe ich einen Blick, zufällig einen Blick darauf geworfen. Das war eine Übersetzungsaufgabe, die mir ziemlich schwierig erschien. Der eine Satz, der blieb mir im Gedächtnis. Das ist eine völlig unwichtige Sache. Aber Sie wissen doch, wie das ist, wenn man einen Gedanken nicht aus dem Kopf kriegen kann. Ja, und aus diesem Grund habe ich Frau Dr. Kern gefragt, weil die mal Lehrerin an einer deutschen Schule in Paris war. Okay.
Sie wissen, dass es sich um die Hausaufgabe der Eva Wechsler handelt? So? Nein. Ja, aber Kollege Heinrichs unterrichtet ja mehrere Klassen. Wieso konnten Sie den Text schwierig finden, wenn Sie nicht wussten, für welche Klasse die Hausaufgabe bestimmt war? Das habe ich nicht gewusst. Ich meine, ich habe das nicht gewusst. Herr Voss, Eva Wechsler und Anneliese Dorfmann haben vorgestern Nachmittag gemeinsam versucht, diese Hausaufgabe zu lösen. Sie kamen mit der Übersetzung nicht zurecht und um 6 Uhr verließ Eva Wechsler ihre Freundin mit einem unkorrigierten Schulheft. So? Aber gestern Morgen, als man die Tote fand, war das Heft korrigiert. Haben Sie ihr geholfen? War Eva Wechsler bei Ihnen und hat Sie um Rat gefragt? Nein, aber nein. Herr Voss, wo waren Sie vorgestern Abend zwischen 6 und 7? Da war ich hier. Ja, ich war hier. Zu Hause war ich. Ich habe mit Studienrat Heinrichs telefoniert. Er hatte die letzte Stunde vor Schulschluss. Er hat die Hausaufgabe aufgegeben und dann ist er nach Haus gegangen. Er ist gar nicht mehr im Lehrerzimmer gewesen. Was war's? Erinnert sich nicht mehr? Er erinnert sich nicht mehr. Ich frage Sie noch einmal, Herr Voss, woher kennen Sie den Satz? Woher? Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn irgendwie gehört. In der Schule, auf dem Gang vielleicht. Zwei Schülerinnen unterhielten sich und da fiel dann dieser Satz. Auf dem Gang gehört? Ja. Zwei Schülerinnen unterhielten sich. Ja, warum nicht? Das muss man Ihnen erst mal widerlegen, meinen Sie? Ja, das muss man. Ach, Herr Voss? Ja. Das ist das Notenheft von Eva Wechsler. Ja, ja. Das habe ich mitgenommen. Sie haben gesehen, dass ich das mitgenommen habe. Ja? Und warum haben Sie das mitgenommen? Warum? Es interessierte mich. Sie war eine sehr begabte Schülerin von mir. Ich habe ihr Unterricht gegeben. Klavierunterricht. Hier? Ja, hier. Ich gebe allen meinen Schülern hier Unterricht. Fast allen. Eva Wechsler kannte also diese Wohnung. Ja, natürlich. Wie oft war sie hier? Wie oft? So oft sie Stunde hatte. 20 Mal, 30 Mal. Anneliese Dorfmann hat ausgesagt, Eva habe für sie geschwärmt. Kann sein. Sie hat ein Porträt von Ihnen gezeichnet. Ja, das habe ich gesehen. Und Sie selbst haben Eva als, ja, das ist eine Interpretation eines Ihrer Kollegen, Ihre Lieblingsschülerin bezeichnet. Ja, aber was heißt das? Was für Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Ja, das ist ganz einfach. Eva hatte ein starkes Vertrauen zu Ihnen. Es war eine Art kameradschaftliches Verhältnis. Könnte man das sagen? Ja, das ist richtig. Sie hatte Vertrauen zu Ihnen. Ja. Ja. Sicher, ja. Und kommt nun von Ihrer Freundin gegen 6 mit einer ungelösten Hausaufgabe. Warum soll sie sich nicht überlegt haben? Ach, da gehe ich einfach zu Herrn Voss. Vielleicht kann der mir helfen. Ja, natürlich, das ist denkbar, aber sie hat es nicht getan. Haben Sie Telefon, Herr Voss? Ja, natürlich. Hat Eva Wechsler Sie angerufen? Nein. So, dann muss ich Sie aber noch einmal fragen, woher kennen Sie diesen einen Satz? Ich habe es Ihnen ja gesagt. Sie haben ihn im Lehrerzimmer gelesen. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich mich geirrt habe. Sie haben sich nicht geirrt, Sie haben gelogen. Und Sie lügen jetzt bereits wieder, wenn Sie behaupten, dass Sie diesen Satz irgendwo gehört haben. Hat sie angerufen? Oder ist sie vorbeigekommen? Ich habe damit nichts zu tun. Nichts. Gar nichts. Herr Voss. Ja? Was sind das eigentlich für Noten hier in diesem Heft? Ach, das ist nichts Besonderes. Sie hat versucht, etwas zu komponieren. Können Sie mir das mal spielen? Ich sehe den Grund nicht ein. Ich würde es gerne hören. Also bitte tun Sie mir den Gefallen. Haben Sie Eva Wechsler umgebracht? Nein. Ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen.
Haben Sie mich verstanden? Ja. Walter, du nimmst dir die Wohnung vor, ja? Und du machst Folgendes. Guten Tag, Fräulein Dorfmann. Guten Tag. Ist irgendwas? Ich muss Sie noch etwas fragen. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte. Danke. Guten Tag. Guten Tag, Frau Dorfmann. Sie kommen noch mal? Ja, ich habe noch ein paar Fragen an Ihre Tochter. Ja, kommen Sie herein, bitte. Danke. Was für Fragen haben Sie denn noch? Bitte. Es betrifft den Musiklehrer, Herrn Voss. Herrn Voss? Warum ja. Herrn Voss? Wollen Sie sagen, dass... Hat Herr Voss vielleicht etwas mit der Sache zu tun? Ist er verhaftet? Nein, nein, wir versuchen nur etwas zu klären. Ja, kann ich mit Ihrer Tochter allein sprechen? Ja, natürlich. Ist dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Bitte. Ja, danke. Haben Sie hier immer gearbeitet? Eva und Sie? Ja. Sie haben gestern Morgen gesagt, dass Eva für ihren Musiklehrer schwärmte. Was bedeutet das genau? Danke. Hat Eva Herrn Voss gezeigt, dass sie ihn besonders mag? Und umgekehrt, wie hat sich das geäußert, dass Eva die Lieblingsschülerin von Herrn Voss war? Gezeigt? Ich meine, wenn er das nicht gesehen hat, das sah man doch. Jeder hat es gesehen. Wir alle von der Klasse, meine ich, haben das gesehen. Könnte man sagen, dass es mehr als nur Schwärmerei war? Ja, also schon. Irgendwie schon. Sie sagte... Was sagte sie? Sie sagte, mein erster Mann, das könnte er sein. Sie hat mich mal gefragt, ob ich ihr die Pille besorgen könnte. Ich habe gleich gesagt, das darf er doch gar nicht als Lehrer. Aber sie sagte, ach was, der zittert ja, wenn ich ihn ansehe, das sehe ich ja. Wusste Eva, dass Herr Voss ganz gut Französisch spricht? Spricht er Französisch? Wissen Sie das nicht? Ah ja, er hat mal gesagt, dass er während seiner Studentenzeit in einem französischen Club gespielt hat. Aber vorgestern Nachmittag, da haben Sie nicht darüber gesprochen, Eva und Sie. Nein. Und Eva hat nicht zu Ihnen gesagt, jetzt gehe ich mal zu Voss und frag ihn, ob er mir helfen kann? Nein. Whisky. Ich habe die Flasche auf einer Tombola gewonnen. Die ist ja halb leer. Haben Sie vorgestern Nachmittag zusammen? Jeder nur ein Glas, weil wir nicht weiterkamen. Aber danach war es ganz aus. Deswegen ist Eva auch gegangen. Sie sagte, jetzt fällt uns überhaupt nichts mehr ein. Na, guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich so hereinplatze, aber was habe ich gehört? Sie haben den Musiklehrer, den Herrn Voss, verhaftet? Nein, er ist nicht verhaftet. Aber Sie verhören ihn doch. Ja, es sind da noch Fragen, die geklärt werden müssen. Ob sie bei ihm war vorgestern Abend, darum geht es doch wohl. Ja, darum geht es. Ja. Ich weiß nicht, was Sie meine Tochter fragen, aber dazu kann ich auch was sagen. Sie haben ja gehört, dass Eva sehr oft bei uns war, mit uns gegessen hat, wie ein Kind im Hause war. Und ein bisschen habe ich da was mitgekriegt. Dass Eva eine Schwäche für ihren Musiklehrer hatte, das war ziemlich klar. Meine Probleme, sagte sie, bespreche ich mit meinem Musiklehrer. Was für Probleme hast du denn, sagte ich. Alle möglichen, sagte sie. Rauchen Sie? Nein, danke. Wenn ich zum Klavierunterricht gehe, kommen wir manchmal gar nicht zum Üben, weil wir reden. Ununterbrochen reden. Und was schließen Sie daraus? Na, Schlussfolgerungen, danke schön, will ich Ihnen überlassen. Das ist eine zu gefährliche Sache für einen Laien. Sie war nicht da. Ich habe sie nicht getroffen. Ja, warum glauben Sie mir denn nicht? Warum nicht? Weil ich es Ihnen ansehe, dass Sie lügen. Fräulein Rehberg, ist der Chef da? Ja, in seinem Zimmer. Der wartet schon auf dich. Herr Erwin, was hast du erfahren? Anneliese Dorfmann sagt, dass Eva für Herrn Voss mehr als nur geschwärmt hat. Eva hat wörtlich gesagt, das könnte mein erster Mann sein. Sie hat ihre Freundin nach der Pille gefragt. Außerdem haben die beiden Mädchen vorgestern Nachmittag zusammen Whisky getrunken. Jede ein Glas, weil sie mit der Französischaufgabe nicht weiterkamen. Aber danach fiel ihnen gar nichts mehr ein. Und deswegen sei Eva auch schon um sechs gegangen. Ich glaube, wir haben es, Chef. In der Küche von Herrn Voss. Wir fanden in ihrer Küche zwei Gläser.
zwei Sektgläser mit Fingerabdrücken. Die Fingerabdrücke auf einem der Gläser, so hat das Labor festgestellt, stammen von Eva Wechsler. Dann frage ich Sie noch einmal, Herr Voss. Wann kam Eva Wechsler gestern Nachmittag zu Ihnen? Gegen sechs. Nein, es war etwas nach sechs. Es war ungefähr 20 Minuten nach sechs. Ja, ich war gerade nach Hause gekommen. Ich war noch in der Diele, als es an der Tür klingelte. Ich machte auf und Eva stand da. Guten Abend, Herr Voss. Mir fiel gleich auf, dass sie gut gelaunt war. Auf eine besondere Weise gut gelaunt. Was? Habe ich vergessen, dass wir Stunde haben? Nein, ich komme nur gerade so vorbei, weil... Also der Heinrichs hat uns eine Hausaufgabe gegeben. Wir haben alle gesagt, der spinnt. Ich schaff das einfach nicht. Und da fiel mir doch ein, dass Sie doch auch Französisch sprechen. Ich weiß allerdings nicht, wie gut, aber ich habe mir gesagt, frag ihn doch. Ja, jetzt komm erst mal rein. Sie können mich natürlich auch wieder rausschmeißen, aber ich würde mich dann immer fragen, na, so gut Französisch kann er wohl doch nicht. Und die Sache mit dem französischen Club, wer weiß, was damit ist. Er weiß, wo er überhaupt die paar Brocken Französisch gelernt hat. Sag mal, Eva, hast du getrunken? Merkt man das? Ja, das merkt man ziemlich deutlich. Was hast du denn getrunken? Whisky. Aber daran ist nur Studienrat Heinrich schuld. So eine Aufgabe. Dazu muss man ja in Paris geboren sein. Hier, sehen Sie sich das an. Ja, die Sache ist gespickt mit Fallen. Muss ein Lehrer so fies sein? Hör mal her. Ich muss Ihnen etwas erklären, Herr Kommissar. Wenn hier gesagt wird, dass Eva mir irgendwelche Gefühle entgegengebracht hat, das war umgekehrt nicht anders. Ich fand dieses Mädchen hinreißend. Aber sie war meine Schülerin. Was ich immer wusste, was ich nie vergaß. Ich dachte, lass sie älter werden. Sie wird die Schule verlassen. Dann wird sich herausstellen, ob noch vorhanden ist, was sie fühlt und was ich fühle. Jetzt hör mal auf zu spielen. Das ist wirklich ein arges Ding. Ich hab's gewusst. Sie können's auch nicht. Ja, langsam. Du hol mal das Lexikon, das steht ja irgendwo auf dem Regal. Links. Immerhin, Sie müssen auch nachsehen. Es ist nämlich ein seriöser Text. Der kommt wohl in Ihrem französischen Club nicht vor, oder? Was ist denn das? Marx, Engels, die russische Kommune. Wollen Sie das vertonen? Da steht es doch. Ich sehe ja. Ich finde es nett, dass Sie mir helfen wollen. Ja, diese Texte sind nämlich wirklich sauschwer. Sauschwer? Eva, lass mich los. Und wenn nicht? Eva. Jetzt zittern Sie wieder. Warum? Warum sagen Sie mir nicht, warum? Sie umarmte mich. Und ich war nicht fähig zu tun, was ich tun musste. Meine Schülerin. Es war wie ein Verhängnis, das auf mich zukam. Eva, du musst mir jetzt helfen. Helfen? Wie denn? Setz dich bitte. Komm, setz dich. Wir machen jetzt die Aufgabe. Wir versuchen jetzt, die Aufgabe zu machen. Warum kommst du nicht? Ich will die Aufgabe nicht machen. Dann gehst du nach Hause. Komm nicht näher. Sie haben gesagt, du musst mir jetzt helfen. Was haben Sie damit gemeint? Setz dich. Bitte. Ich begriff, dass ich sie nicht gehen lassen konnte ohne Erklärung. Dass ich etwas sagen musste. Ja. Ich musste einfach die Wahrheit sagen. Mach die Schule zu Ende. Du musst die Schule zu Ende machen. Vorher darf nichts passieren. Nicht, was du dir vorstellst und nicht, was ich mir vorstelle. Es geht nicht. Weil wir sonst beide in Teufelsküche kommen.
Also gut. Aber das heißt doch, wir sind jetzt so gut wie verlobt. Du meinst? Ja, wenn du es so siehst. Irgendwie schon. Nur, wir sollten es niemandem sagen. Das ist unsere Sache. Hast du Sekt da? Sekt? Warum sollen wir es dann nicht feiern? Und das haben Sie dann gemacht. Sie haben gefeiert. Ja. Sie haben Sekt getrunken und die Hausaufgabe dabei gemacht. Ja. Gut, es ging. Bis kurz vor 7. Um 7 musste ich ja zu Frau Dr. Kern. Ich konnte die Klavierstunde nicht absagen. Obwohl Eva meinte, ruf doch an, sag das keine Zeit, sag ab. Sie war so ungeheuer glücklich, dass ich... Ja, ich sagte ihr, also gut, bleib hier. Ich werde mich beeilen. Und sie blieb in der Wohnung? Ja. Kurz vor 8 kam ich wieder zurück. Und die Wohnung war leer. Eva war nicht da. Das ist die Wahrheit. Herr Voss, würden Sie uns einen Moment allein lassen, bitte? Nehmen wir an, es stimmt, was er sagt. Warum hat sie die Wohnung verlassen? Ganz plötzlich verlassen? In einer Stimmung, die Voss selbst als überaus glücklich bezeichnet. Aber das ist doch ganz klar. Sie hatte ja nur die Hausaufgabe. Und ihre Freundin Anneliese hatte sie nicht. Sie hat sich gesagt, bis der zurückkommt, da fahre ich noch mal schnell hin zu ihr und dann kann sie die Aufgabe korrigieren, fertig machen. Ich glaube, was ganz anderes. Wieso? Ich glaube, sie wollte ihrer besten Freundin mitteilen, was passiert ist. Sie wollte einfach alles loswerden. Ich bin ganz sicher, sie ist zu Dorfmanns hingefahren. Und dort nicht angekommen. Jetzt lass uns mal überlegen. Ich habe das Gefühl, wir sind nah dran. Sie ist also runtergegangen. Die Autobushaltestelle ist direkt vor dem Haus von Voss. Was soll ihr bis dahin passiert sein? Du nimmst also an, sie hat den Autobus benutzt und ist unbeschadet angekommen. Bei der Haltestelle Dorfmann, ja. Ja. Ich stell mir den Weg vor, den sie gehen musste. Die 200 Meter von der Haltestelle bis zum Haus Dorfmann. Ihr denkt an die Drogerie? Ja. Dorfmann. Ja. Erinnern Sie sich, Chef, wie er sagte, irgendjemand muss sie gesehen haben, bei irgendjemand muss sie gewesen sein? Mhm. Und als er erfuhr, dass wir Herrn Voss mitgenommen haben, sie hätten mal sehen sollen, wie erleichtert er da war. Und was er alles gesagt hat, um mir den Musiklehrer als Verdächtigen schmackhaft zu machen. Na gut. Vielleicht habt ihr recht. Genügen. Was? Alter. Ach, hören Sie auf zu heulen. Damit ändern Sie jetzt nichts mehr. Was war vorgestern Abend? Herr Dorfmann. Ich habe sie... Ich war es. Ich... Sie werden meinem ganzen Leben keine Unregelmäßigkeiten finden. Ich habe glücklich gelebt, normal gelebt. Meine Frau kann Ihnen das bestätigen, auch meine Tochter. Nur... Aber Eva. Eva. Das waren Fantasien, Vorstellungen. Ich brachte sie nicht los. Eva, die mich nicht losließ. He came from the glory. He came from the glory.
mich dagegen zu wehren. Aber kann man sich wehren? Gegen Träume. Was war vorgestern Abend um 6? Um 6. Ich war allein im Laden. Hatte noch aufgeräumt. Wollte gerade gehen. Da kam sie herein. Herr Dorfmann! Herr Dorfmann! Eva? Sie umarmte mich. Das war etwas, was sie nicht hätte tun sollen. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was in dem Augenblick mit mir passierte. Ich, alle Fantasien, alle Vorstellungen, das überfiel mich plötzlich. Es war wie ein Überfall. Ich verlor von einer Sekunde zur anderen die Beherrschung. Völlig, total. Herr Dorfmann! Nein! 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 Wo haben Sie Eva umgebracht? Da. Da, wo Sie stehen.